Hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Vampire's Dawn. Ja, beim letzten Mal sind wir diese Geschichte hier eingestiegen. Und zwar hat uns am Anfang ein Großvater, beziehungsweise nicht uns, sondern einem kleinen Jungen erzählt, dass er eine gute Nachtgeschichte ihm erzählen will über Vampire und so weiter. Und so ein bisschen, wie das mit den Vampiren so aussieht, ne, dass die von Generation zu Generation schwächer werden. Und diese Gute-Nacht-Geschichte, die erleben wir jetzt. Es handelt sich hier um ein Liebespaar, haben wir in der ersten Folge kennengelernt, Aisha und Walna. Walna hatte so einen schlechten Traum die letzten Tage, in dem er wohl von einem Vampir angefallen wurde. Und er konnte da schlecht schlafen, sag ich mal, hatte Kopfschmerzen, ist dann in der Nacht zum Arzt marschiert, hat sich Schmerzmittel geben lassen und das Schmerzmittel hat ihn leider müde gemacht und in der Nacht ist irgendwas Schlimmes mit Aisha wahrscheinlich passiert, wir wissen es noch nicht genau. Eine lange Blutspur vom Haus bis nach draußen aus der Stadt hinaus, der wir jetzt folgen hier, und ich hoffe mal, dass wir keinen ganz schlimmes Erlebnis erleben werden. Tolles Deutsch. Aber ich denke mal, hier rechts und links brauche ich gar nicht gucken im Moment, weil da geht es auch gar nicht weiter. Wir folgen einfach mal ganz stur der Blutspur. Also, was ist dein Tag ohne die Nacht? Noch mehr Blut. Vielleicht kann ich der Spur folgen. Ja, das tun wir ja bereits, ne? Was ist dein Tag ohne die Nacht, ja? Was ist das Leben ohne Tod? Ja. Auch nicht so schön, ne? Irgendwann darf man aus Liebe töten. Ja, das sind so Fragen, die man sich stellen sollte. Wenn es dem anderen in gewisser Hinsicht gut tut, sag ich mal. Was passiert hier? Ja, ist jetzt die Frage, fragt er das jetzt, weil er auch diese Stimme hört, dieses Geschreibsel, sage ich mal, was jetzt hier, weil ich denke mal hier links und rechts, ich weiß, ich könnte jetzt hier alles noch absuchen, aber das kann unmöglich alles Aishas Blut sein. Ja, allerdings. So, hier ist Ende mit dem Blut. Was nun? Verdammt, was ist hier nur los? Ja. Dieses Seil führt auf diesen Berg. Das hat mal eine schöne Aussicht. Aber das ist im Moment egal. Anscheinend wurde Aisha hier raufgebracht. Verdammt, was ist hier nur los, ja. Seil benutzen, denke ich mal. Aber ich werde jetzt doch nochmal erstmal hier nach links und rechts gucken. Aber wie man hier sehen kann, denke ich mal, ist noch nichts weiter zu erforschen hier am Anfang des Spiels. Deswegen gehen wir mal schnurstracks das, ja, das hatten wir schon, schnurstracks das Seil hoch. Und wir können weder links noch rechts im Moment. Immer nur hoch und höher. Was wird uns am Ende wohl erwarten hier? Ja, noch mehr Blut, das war klar. Wieso habe ich das geahnt? Verdammt, hier hört die Spur auf. Merkwürdig. Hier unter den Steinen fließt ebenfalls Blut. Hier muss es einen geheimen Eingang geben. Unter den Steinen. Steinen. Aber man kann hier so schlecht sehen. Wo sind denn da die Steine? Mal hier alles absuchen. Geheimer Eingang. Ja. Das hast du schon gesagt. Mal sehen. Ah ja, okay. Direkt auf der Stelle, ist klar. Irgendwo muss es doch einen Mechanismus geben. Aha! Aisha, ich komme! Oh, und weiter geht die Blutspur, meine Herren. Das ist eine Art Höhle oder so. Coole Mucke im Hintergrund. Aisha! Das ist doch... Du Schwein! Lass sie los! Oh, du
dummer Mensch. Kannst du es denn nicht sehen? Sie ist tot. Was du siehst, ist nur noch eine blutleere Hölle. Siehst du ihre Augen? Matt und ausdruckslos. Du Mörder! Lass sie los! Ich werde dich dafür hinrichten! Du verstehst gar nichts. Oh, die Mucke ist extrem laut gerade. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Also, ich glaube, die muss ich dann doch für den nächsten Part mal ein bisschen anpassen noch. Sie ist schon vor langer Zeit gestorben. Lügner! Du hast sie umgebracht! Ich werde sie rächen! Mit deinem Blut! Unnütz noch weiter mit dir zu diskutieren. Ich werde sie jetzt für alle Zeiten vernichten. Du Schwein! Nein! Au, au, au! Verrotte in der Hölle, Molana! Molana? Oha. Nein! Und nun zu dir, du Wurm. Oh, Aisha. Wer bist du überhaupt? Anscheinend kanntest du Molana ja ziemlich gut. Immerhin bist du uns dummerweise bis hierhin gefolgt. Du verdammtes Schwein! Ich war ihr Freund! Du hast sie umgebracht! Das wirst du büßen! Warum sind nur alle Menschen so entsetzlich dumm? Ich habe dir großes Leid erspart. Und nun, du dankst mir nicht einmal. Was? Du hast mir Leid erspart? Na warte, du Monster! Irgendwann wirst du verstehen. Ups. Jo, Game Over, würde ich sagen. Ja, Leute, das war's. Let's Play Vampire Stone. Nein, natürlich nicht. Irgendwann wirst du verstehen. Tja. Ach, wir sind wieder zurück bei der Geschichte von dem Opa und so. Und er ist einfach zusammengebrochen? Ja. Walner hatte keine Chance gegen den Fremden, dessen Macht einfach zu groß war. Ein einziger Schlag von ihm hatte genügt, um Walner das Bewusstsein zu rauben. Und warum hat der Praxas ihn nicht einfach getötet? Das ist eine gute Frage, doch die Antwort bekommst du erst später in der Geschichte. Noch ein Rätsel ist, warum Abraxas Walners Freundin Aisha Molana genannt hat. Ich wette, sie war gar kein Mensch. Ja, die Wette halte ich. Wie kommst du denn darauf? Na, ist doch klar. Kein Mensch könnte so viel Blut verlieren. Selbst große Menschen haben höchstens 8 Liter Blut in sich. Und was Aisha bzw. Molana in Klenna verloren hat, dürften wohl weit mehr Liter gewesen sein. Na, du bist aber ganz schön schlau, mein kleiner... Ja, genau. Das sagt der Alte auch. Was bist du doch für ein schlauer Fratz. Naja, doch, was war sie? Ich tippe auf einen Vampir. Könnte durchaus sein. Und was war Abraxas? Auch ein Vampir? Und warum sollte ein Vampir einen anderen Vampir töten, obwohl es sowieso schon so wenige Vampire auf der Welt gibt? Keine Ahnung, Opa. Erzähl weiter. Gut. Also Walner war nun bewusstlos, seine Freundin erstochen. Doch an einem anderen Ort, ein Jahr früher, geschah ebenfalls ein sehr wichtiges Ereignis. Ui, jetzt wird's interessant. Also jetzt verzweigt sich hier gleich am Anfang die Story. Ein Vampir namens Aska. Okay, interessant. Ja. Schauen wir mal. Okay, wir können speichern. So, speichern wir mal auf Spielstand 1. Elaine. Geliebte Elaine. Wie lange kenne ich dich schon? 5 kurze Jahre. Und ich liebe dich mehr als je zuvor.
Nun komme ich schon in diesen Kerker 5 Jahre lang regelmäßig, um dich zu bewundern. Und nie hast du je mit mir geredet. Doch ich weiß, dass du trotzdem so empfindest wie ich. Wenn es doch nur ein Heilmittel für dich gäbe. Durch dich gewinnt das Menschliche in mir an Kraft. Verhindert, dass das Tier in mir die Kontrolle über mich gewinnt. Deine Liebe macht mich stark. Oh Gott, ich will hier raus! Hast du etwas gesagt? Oh. Anscheinend alle hier irgendwie gefangen, ne? Mal gucken. Elender, stinkender Mensch. Die Wache kommt. Ich komme später wieder, mein Schatz. Ja, und wie gehst du jetzt? Ach, du gehst einfach durch die Wand, oder wie? Er versteckt sich. So, ihr dreckigen Irren! Heute gibt's als Besonderheit mal kein Essen! Und wer ihr macht irgendeinen Lärm, dann gibt's was mit der Peitsche! Irgendwann wird diese Wache dafür bezahlen. Aber jetzt noch nicht. Okay, das nächste Liebespaar anscheinend hier. Also, ja. Denk mal, man wird uns jetzt hier schon erzählen, dass Vampire, das wurde ja am Anfang auch gesagt, haben auch Gefühle natürlich. Und ja, auch die können sich verlieben. Aber was, schauen wir mal, was es mit den beiden jetzt hier zu tun hat. Elaine Frynia. Elaine ist eine sehr junge und hübsche Dame und doch meinte es das Schicksal schlecht mit ihr. Man fand sie eines Tages bewusstlos in einer Stadt. Niemand wusste, wer sie war oder woher sie kam. Keiner kannte ihren Namen. Die Menschen sahen nur ihren hilflosen Körper am Stadtrand. Ein Arzt holte sie in sein Haus und fing an, sie zu pflegen, doch es half nichts. Elaine blieb weiterhin ohne Bewusstsein. Die Leute begannen von einer Krankheit zu reden, die bald alle Bewohner anstecken würde. Kurze Zeit später erwachte sie urplötzlich aus ihrem Koma. Doch sie konnte sich an nichts erinnern. Sie war nicht einmal mehr in der Lage, klar zu denken. Das Sprechen blieb ihr völlig versagt. Die Bürger der Stadt waren ebenso ratlos wie der Arzt. Ihre Unfähigkeit, klar zu denken und zu reden, bestätigte die Bürger nur in ihrem Glauben, dass es sich um eine Krankheit handeln müsste. So kam es, dass Elaine aus dieser Stadt verbannt wurde. Sie wurde nach Shanna gebracht, wo sie nun im Irrenhaus ihr Dasein fristet. Ach du je. Zusammen mit anderen angeblich kranken Menschen, deren Symptome ebenso unerklärlich sind. Einzig und allein eine Kette mit ihrem Namen hält sie davon ab zu glauben, dass sie nicht mehr existiert oder nie existiert hat. Oh, schlimmes Schicksal. Asghar Serran. So, das ist jetzt unser Vampirfreund hier. Asghar ist ein Vampir, geboren vor 400 Jahren in einer Zeit, als Vampire das Land überfluteten. Seine Eltern wurden von Vampiren getötet und er selber wurde von einem gebissen, sodass er nun als Untoter verflucht durch das Land streift. An seinem ersten Tag als Vampir schwor er, seinen Schöpfer zu vernichten, doch er musste diesen Kampf verschieben, da in diesem Jahrzehnt der große Kreuzzug gegen die Vampire begann. Dieser Kreuzzug stand unter der Kontrolle des Priesters Vincent Waynard. Fast alle Vampire wurden vernichtet und die wenigen, die diesen Kreuzzug überlebten, verbrachten ihr weiteres Leben im Geheimen, vor Angst eines neuen Massakers. Doch die Zeit verrann und Vincent Waynard wurde älter und starb. Asghar sah jetzt seine Zeit gekommen und suchte seinen Schöpfer,
um ihn zu vernichten und damit seine Seele zu rächen. Doch bisher blieb seine Suche erfolglos. Er unterbrach sie, um eine feste Unterkunft für sich zu suchen. Er kam zu einem bewohnten Schloss auf der Spitze eines Berges. Nachdem er die bisherigen Bewohner getötet und versklavt hat, erkundete er die Umgebung dieses Schlosses. Eines Tages kam er nach Shanna, wo er Elaine traf. Sie ist unheilbar krank, kann nicht sprechen und ist häufig von unkontrollierbaren Krämpfen geplagt. Überwältigt von ihrer Schönheit wuchs der letzte Funke Menschlichkeit in ihm und er verliebte sich ungewöhnlicherweise in sie. Seitdem besucht er sie regelmäßig in ihrem Gefängnis und sucht ein Heilmittel für ihre Krankheit. Aska bekam bei seiner Geburt als Vampir die dunkle Gabe, sich in einen Schatten zu verwandeln, was ihn für alle Lebewesen unsichtbar macht. Das haben wir ja gerade gesehen. Auch ist er als Schatten in der Lage, durch Gegenstände hindurchzugehen, wodurch er überall hingelangt. Wow, nicht schlecht. Sowas muss man erstmal können, ne? Ja, und jetzt sind wir, Aska, hier runter geht's anscheinend zu diesem Irrenhaus. Ja, ich gehe jetzt nochmal kurz runter. Okay, ich denke, das dürfen wir wahrscheinlich jetzt noch gar nicht. Aber, ja gut. Wir sind bereits Level 5. Wir haben eine Rüstung und einen Säbel. Wir können also theoretisch kämpfen. Ja, ich werde es jetzt einfach mal riskieren hier. Gucken. Ja, ist klar. Hat mich gesehen und, ich sollte besser im Moment nicht in den Kerker. Meine Kräfte sind zu gering, um mich jetzt unsichtbar zu machen. Okay, dann lassen wir das und erkunden stattdessen das Dorf. Hier sieht es ja sehr hübsch aus. Schmetterlinge in Massen. Oh, die Melodie kommt mir immer sehr bekannt vor. Warte mal. Den Anfang habe ich erkannt, jetzt ist es ein bisschen anders geworden. Irgendein bekanntes Lied ist das, aber fällt jetzt gerade nicht ein. Achtung, hier befindet sich das Irrenhaus, betreten auf eigene Gefahr. Ja. So, wo sind wir denn hier? Sieht ja alles sehr hübsch aus hier. Achso, genau, I'll be right here waiting for you. Ich glaube, das ist genau. Ich singe das jetzt nicht mit, also ihr wisst, welches Lied es ist. Hoffe ich doch. Ja. Sehr schönes Lied. So, wir werden das Dorf jetzt mal hier so von unten nach oben erkunden. So, hier ist das Inn. Schauen wir mal rein. So, okay, hier sind natürlich die Betten, ist klar. Ich kann auch, ja, okay, ich kann nicht schneller gehen. Ich hätte doch schneller einstellen sollen, aber gut. Ich meine, wir haben ja Zeit. Leute. Wir sind doch nicht auf der Flucht. Hallo, wollt ihr hier übernachten? Nein, danke, ich bin nicht müde. Und wie kommt diese Frau überhaupt darauf, dass ich hier übernachten will? Diese Taverne ist absolut widerwärtig. Ja, ich weiß zwar nicht wieso, aber anscheinend ist er als Vampir, sag ich mal. Ja. Ist er nicht so freundlich gegenüber den Menschen, außer bestimmte Personen halt, ne? Wie die Frau da im Kerker. Wer bist du? Wärmt euch doch an diesem herrlichen Feuer. Ihr seht unterkühlt aus. Danke für das Angebot, doch ich habe keine Zeit dafür. Wie ihr meint, doch sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt, wenn ihr euch erkältet habt. Erkältet? Hahaha. Ich war schon seit Jahrhunderten nicht mehr krank, Mensch. Naja, hat er zumindest nicht gesagt, er hat sich's nur gedacht. Na, wer bist du? Hallo, wisst ihr zufällig, wie ich preiswert aufs Festland gelange? Nein, außer dem Schiff gibt es sonst wohl keine Möglichkeit. Mist, ich habe mein letztes Geld für diese Unterkunft ausgegeben. Ja, hast du wohl Pech gehabt, ne? Hallo. Okay, das ist derselbe Text. Alles klar, ich wollte es nochmal ausprobieren. Gut. Also den Damen hier können wir nicht helfen. Das heißt, wir gehen erstmal weiter im Text. So, zack.
So, auch den sprechen wir auch gleich mal kurz an. Heute ist ein schöner Tag, findest du nicht? Naja, etwas viel Sonne, würde ich sagen. Na, so richtig ein Freund der Sonne bist du wohl nicht, auch wenn dir die Sonne an sich anscheinend ja nicht so viel ausmacht, aber... Aber die Musik ist wirklich sehr schön, also das... Ach ja. Okay, ich höre auf hier rumzuschwärmen, das Wort hat mir gefehlt. So. Wer bist du denn hier? Was ist das denn für ein Haus? So. Willkommen im Haus des Bürgermeisters. Der Bürgermeister befindet sich im ersten Stock. Ist er gerade beschäftigt? Nein, aber Sie brauchen eine Anmeldung. Anmeldung? Ich muss ihn aber sofort sehen. Na schön, dann gehen Sie halt zu ihm hoch. Hat er jetzt irgendeinen Trick eingesetzt oder wie sieht's aus? Okay, wahrscheinlich muss ich hier eventuell auch hin. Ich rede jetzt erstmal mit dem hier. Hoppla, hallo, du, kommst du mal bitte? Versteck dich doch nicht vor mir, ich beiß dich schon nicht. Bleibt doch mal stehen, Junge! Benehmt euch in diesem edlen Hause. Schon gut, ich werde nichts zerstören. Solange der Bürgermeister Elaine heute rauslässt. Ach ja, er will sie rausbekommen. Ja, vielleicht sollten wir uns auch mal hier umschauen, was hier so alles in den Schränken ist, aber... Was ist das für eine hübsche Statue? Auch nichts. Gut, Bücher. Gibt es hier Bücher zu lesen? Anscheinend nicht. Gut, ja, dann gehe ich halt nochmal raus. So, wer bist du? Hallo, schöne Frau. Ja. Es ist ein Mann. Ich sag hallo, schöne Frau, und es ist ein Mann. Ja, super. Ich bin froh, dass unser Dorf so abgelegen auf dieser Insel liegt. So können wir uns aus dem ganzen Tumult der restlichen Welt raushalten. Wenn du wüsstest, was dir hier passieren kann. Ja, aber du lässt ihn in Ruhe, ne? Ja. Das will ich hoffen. Gut, ja. Was haben wir denn hier? Oh, hier ist aber überall ganz schön dunkel, du. So, hier ist nichts, hier ist nichts. Jo, der Part geht auch schon wieder dem Ende entgegen. Ah, wir haben ein Schmerzmittel erhalten. Also es ist doch nicht verkehrt, hier ab und zu mal in die Schränke zu schauen. Geht's hier denn... Hier geht's weiter. Ja, okay, hier wollen wir noch nicht hin. Sir Cedric, aha, okay. Ah, was machen Sie denn hier? Verschwinden Sie! Ich habe Sie nicht reingebeten. Arrogantes Menschenpack. Ja, er ist jetzt nicht gerade so begeistert von den Menschen. Man merkt das schon. Ich muss Sie leider bitten zu gehen. Wir mögen niemanden, der einfach in die Häuser anderer Leute geht. Schon gut, ich gehe ja wieder. Nächstenliebe ist für euch wohl ein Fremdwort, ihr widerlichen Menschen. Ja, was sagt... Okay, Nächstenliebe, ja. Also ich fände es jetzt auch nicht so schön, wenn hier einer einfach reintanzt, sag ich mal. Aber es ist halt so in den Rollenspielen, sag ich mal. Schön, dass zumindest mal drauf eingegangen wird. Die Kerle dort unten im Irrenhaus können einem wirklich leid tun. Eingesperrt, nur weil sie anders sind als wir. Naja, ein bisschen verrückt sind die schon. Wenn diese Schlampe nochmal behauptet, mein Liebling sei verrückt, dann gnade ihr Gott. Was der so alles denkt, oh, ist ja interessant. Ah, jo. Ja, gack, gack, gack. Ich komm gleich, ich schlacht euch gleich. Okay, lassen wir das lieber. Moment mal, jetzt habe ich doch gerade hier irgendwie eine Mist gebaut, merke ich gerade. Und zwar war ich noch gar nicht überall in dem Haus. Gut, dass mir das jetzt gleich noch eingefallen ist. Da ging es ja noch weiter. So. Hallo, Meister, wie sieht's aus? Oh, das Alter bringt mich noch um. Nicht nur das Alter ist tödlich, alter Sack. Heulen die Sprüche von denen. Ah, na und? Mädel? Hallo? Mädchen, okay. Hallo, willst du mit mir spielen?
spielen? Und ob ich gern mit dir spielen würde, hat der eine Lache, meine Herren. Was für ein unfreundlicher Mensch. Ja, es ist nur leider kein Mensch. Mädel, sei froh, dass ich ihn ja gerade kontrolliere und ihn gerade noch so davon abhalten kann, dich zu beißen. Also, ja. So, gucken wir uns lieber nochmal die Schränke hier schnell an. Bevor wir den Part schon wieder beenden müssen jetzt gleich. So. Obwohl, ich würde eigentlich gar... Ah, ich habe mal Geld gefunden. Sehr schön, sehr schön. So. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Hallo, darf ich dich beißen? Oh, was führt Sie in dieses Haus? Ich schaue mich nur mal um. Hm, aber fassen Sie nichts an, sonst rufe ich meinen Mann. Ja, der wird dir auch nicht helfen, wahrscheinlich. Okay. Leckere Keule auf dem Tisch. Njam, njam, njam. Ah ja, du isst ja lieber Blut, ne? Was heißt isst? Frisst, seufzt, keine Ahnung. So, hier ist noch eine schöne Statue. Hier ist nochmal... Wollen wir mal die Vorhänge zuziehen? So, hallo, hallo. Komm, sprich mit mir. Was, das ist ein Mann, okay. Gut, dass ich nicht vorher wieder was falsch gesagt habe. Whatever, bist du das? Whatever. Entschuldigen Sie. Whatever ist der Kosename meiner Frau. Sie wollte eigentlich was zu essen machen. Whatever? Ihr stinkenden Menschen werdet auch immer seltsamer. Ja, was auch immer. Anscheinend hat er jetzt nicht so allzu großen Respekt vor seiner Frau. Ja, wie auch immer, Leute. Es gibt hier sicherlich noch einiges zu entdecken in dem Dorf, bevor... Allerdings, bevor uns jetzt die Hühner die Ohren voll quäken, bis zum geht nicht mal, beende ich mal diesen Part jetzt hier. Ja, war schön, dass ihr wieder dabei wart. Beim nächsten Mal geht's dann wieder weiter mit Let's Play Vampire Stone. Bis dahin sage ich, macht's gut, ciao, euer Dreamy.